Wenn man so durch die City schlendert in ihrer Pracht und Herrlichkeit, den bunten Markt durchstreift mit all dem Flair des alten Herzogtums drumrum, da denkt man sich schon manchmal, so könnte sie aussehen, die heile Welt. Wie aber ist der Alltag in diesem schmucken Umfeld? Um dem Lebensgefühl in der oberfränkischen Festestadt auf die Spur zu kommen, haben wir diesen Film gedreht, über die Coburger und ihre Stadt. Samstags in der Spitalgasse und am Marktplatz scheint es so, als sei ganz Coburg auf den Beinen. Auch in der Buchhandlung Riemann herrscht Hochbetrieb. Irmgard Clausen ist im Dauerlauf zwischen den Etagen. Tja, tja, wir haben heute einen aufregenden Tag. Ja, schön, Sie zu sehen. Typisch deutsch. Wenn Sie nach Österreich gehen, müssen Sie wissen, was typisch deutsch ist. Viel Vergnügen. Heute ist Bonushefte Einfülltag. Ganz schnell nach vorne. 2010 bekam Irmgard Clausen die Auszeichnung Buchhandlung des Jahres. Dafür tut sie auch eine Menge und ist immer am Ball. Selbst Kampftage wie heute können sie nicht aus der Ruhe bringen. Es ist einfach Trubel und der ist wunderbar. Ich liebe es. Also, für mich ist es das Schönste. Erstens mal ist es natürlich ein gutes Zeichen, dass die Buchhandlung lebendig ist und wir tolle Kunden haben. Ja, das mag ich. Kein Kampf, aber wunderbarer Trubel. Ich gehe schnell nach oben, weil oben der Bär steppt und dann muss ich helfen. Diese Tatkraft zeigt sie nicht nur im Laden, die Buchhändlerin brennt auch für Coburg, vor allem für die historische Altstadt. In vorderster Front hat sie beim Projekt Neues Innenstadtkonzept mitgekämpft, das hier vor einigen Jahren ein großes Thema war. Also es ist eine ganz spannende Geschichte gewesen, weil sich sozusagen zwei der größten Coburger Arbeitgeber, die Huck und die Firma Brosi, zusammengetan haben. Mit so Menschen wie jetzt mit mir oder einem Rechtsanwalt und so. Und da kam etwas ganz Wunderbares heraus, was sehr viel geeint hätte, was diese Stadt an der Peripherie und zur Innenstadt hin entwickelt hätte. Was genau wollte man denn machen? Es sollte eine Mehrzweckhalle gebaut werden, es sollte ein Kongresshotel entstehen, es sollte ein Parkhaus da unten entstehen und der Festplatz sollte geordnet werden. Denn Coburg hätte Potenzial als Kongressstadt oder beim Tourismus mit seiner Geschichte und seiner baulichen Schönheit. Will man nicht immer hinter Bamberg und Würzburg herhinken, braucht es eine bessere Infrastruktur. Nur ein Beispiel. Direkt im Zentrum gibt es derzeit nur einen größeren Hotelbetrieb. Das Innenstadtkonzept sah eine Neugestaltung innerhalb und außerhalb des Ketchentors vor. Das wäre wunderbar geworden. Ich sehe es heute noch vor mir. Aber leider ist aus irgendwelchen persönlichen Dingen, es gab sogar ein Bürgerbegehren darum. Doch zum Schluss scheiterte das dann leider am Stadtrat oder an einigen Persönlichkeiten. Dass die Köpfe von Coburgs Wirtschaft und Politik nicht so gut miteinander können, ist ein offenes Geheimnis. Der Stadtrat legte die Vorschläge des Bürgerbegehrens auf Eis und Investoren hat man nicht gefunden. So passiert außerhalb des Ketchentors weiterhin nichts. Doch innerhalb, in dem Viertel zwischen Tor und Marktplatz, geht man's jetzt an mit der Neugestaltung. Der Albertsplatz ist schon fertig und spaltet wie so oft, wenn sich in Coburg was ändert, die Gemüter. Steril finden ihn die einen, frisch und entstaubt die anderen. Nur diese Sitzwürfel, die finden alle irgendwie unpassend. Na, da tut sich doch was in der Ketchen-Vorstadt, oder? Also das, was die Stadt nach außen öffnet, das werden wir auf diese Art und Weise nicht haben, sondern wir haben glücklicherweise dann ein saniertes Gebiet, was den Eintritt in die Stadt optisch angenehm macht. Aber das ist ja natürlich eigentlich ein isoliertes Konzept und kein integriertes Konzept. Und das fehlt. Wir haben uns mit dem Mann getroffen, der das Vorhaben verantwortet hat. 24 Jahre lang war Norbert Kastner Oberbürgermeister der Stadt Coburg. Dann hat er sich entschieden, für das Amt nicht mehr zu kandidieren.
Als wir an diesem Regentag mit ihm zur Großbaustelle gehen, war das aber noch nicht bekannt. Ja, das wird eines der teuersten Objekte hier in der Ketchen-Vorstadt, die Tiefgarage für rund 8 Millionen Euro. Aber eine Tiefgarage ist halt wichtig, sowohl wenn man Wohnungen vermieten will in der Stadt, als auch für den Handel, der sich hier ansiedeln soll, und natürlich auch für Kunden und Besucher. Die Baugrube ist ein Zankapfel. Statt Parkhaus und Neubauten hochzuziehen, solle man lieber die vielen leerstehenden Altbauten im gesamten Stadtkern sanieren, fordert zum Beispiel der Verein Altstadtfreunde. Viele Einzelhändler jedoch sind über mehr Parkplätze froh. Ein neuralgischer Punkt sind diese Häuser, die der Stadt gehören und dringend saniert werden müssen. Ja, das Haus hat es nötig wie eigentlich so viele in dem Viertel. Und deswegen ist die Ketchen-Vorstadt das mit Abstand wichtigste und teuerste Sanierungsgebiet, was wir im Augenblick in der Stadt haben. Und wir schultern das nicht alles aus städtischen und öffentlichen Mitteln. Und das Haus ist zum Beispiel eins von denen, die zum Verkauf stehen für private Investoren. Hier im Prinzip die ganze Reihe. Und ja, man sieht, das kann ein Schmuckstück werden. Wie teuer es letztlich wird, hängt auch davon ab, wie hoch die Städtebaufördermittel für Coburg ausfallen. Mit Coburgs Mieten allein holt man das nämlich nicht rein. Wobei die in letzter Zeit von im Durchschnitt 6 Euro auf 8 Euro pro Quadratmeter gestiegen sind. Am Säumarkt könnte man sich schon eine schicke Piazza vorstellen. Ja, die 42 ist eigentlich eins meiner Lieblingshäuser, weil das ist so ein typisches Beispiel. Das Haus herzurichten kostet richtig viel Geld. Und ich sag mal, mir wird es in der Seele wehtun, es abzureißen. Aber wenn es sich wirtschaftlich nicht abbilden lässt, muss man es leider abreißen. Und in der Nachbarschaft sehen wir ja, was aus so einem Haus werden kann. Und das ist super schön geworden. Und so werden die hier alle nach und nach. Interessenten für die Häuser gibt es viele. Die Wohnbau der Stadt Coburg verkauft an die mit den besten Nutzungskonzepten. So war zu hören. Es bleibt also spannend. Erleben wir hier die Stunde Null eines neuen Innviertels? Womit kämpft Coburg denn am meisten? Also im Augenblick kämpfen wir am meisten mit der finanziellen Situation. In der Vergangenheit ging es uns immer richtig gut und Geldprobleme hatten wir eher weniger. Aber wir haben einen massiven Einbruch in den Gewerbesteuerzahlungen. Und deswegen haben wir jetzt die Situation, dass wir noch viele Ideen haben, viele Projekte haben, aber die müssen wir halt jetzt langsam abarbeiten, weil wir einfach nicht mehr das Geld haben, das zügig umzusetzen. Und das wird, glaube ich, auch die neue Qualität der Diskussion sein müssen, dass wir uns über Prioritäten verständigen. Das Wohlergehen der Stadt hängt stark an der Huck-Coburg-Versicherung, die nicht nur der größte Arbeitgeber ist, sondern auch mit Abstand die meisten Gewerbesteuern zahlt. Und je nachdem, wie diese ausfallen, geht's der Stadt mal besser, mal nicht so gut. Hier ist ein Ort, der bräuchte ganz dringend Geld. Willkommen hinter den Kulissen des Landestheaters, dem Kulturjuwel von Coburg. Ein Mehrspartenhaus mit Oper, Operette, Musical, Schauspiel und Ballett. Das ist wohl einzigartig in einer Stadt mit 41.000 Einwohnern. Stippvisite bei Generalmusikdirektor Roland Kluttig und dem Philharmonischen Orchester. Schauen wir mal ins Intendantenbüro zu Bodo Busse. Hallo, guten Morgen, hallo. Zeigen Sie uns mal Ihr Haus? Das mache ich sehr gerne. Folgen Sie mir unauffällig. Morgen. Und hier ist der Ballettsaal. Genau, das können Sie mal sehen, wie beengt wir hier mit unserer Ballettkompanie arbeiten. Dann sieht man auch, weshalb wir sanieren und auch neu bauen müssen, dass wir richtige Probenbühnen fürs Ballett haben. Schauen Sie sich mal das kleine Ballettstudio an. Bitte schön. In diesem winzigen Raum trainiert Ballettdirektor Mark McLean seine 10-köpfige Kompanie. Das ist unser Gang. Jetzt kommen wir gleich hier die Kontrabässe, die müssen hier gelagert werden. Und dann gehen wir jetzt weiter.
Dass diese Stadt und auch der Freistaat sich dieses Theater leistet, ist wirklich ein Wunder. Bei einer Stadt mit 41.000 Einwohnern rechnet man nicht mit einem Mehrspartentheater wie diesem hier. Wir haben Gott sei Dank diesen alten Staatsvertrag von 1920, der unserem Haus wirklich eine Bestandsgarantie gibt. Und in diesem Staatsvertrag haben der Freistaat Bayern und die Stadt Coburg vereinbart, dass man dieses Haus paritätisch weiterführt, was die Finanzierung anbelangt. Üppig ist die aber nicht. Es bröselt an allen Ecken und Enden. In alter Zeit war hier Glanz und Gloria. Mit der Heirat des Coburger Prinzen Albert und der Queen Victoria von England im Jahr 1840 erlebte das Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha eine Blütezeit und mit ihm sein Hoftheater. Hier ging der europäische Hochadel ein und aus. Trotz Finanznot entstehen pro Jahr 33 Neuproduktionen und auf zwei Bühnen werden 500 Vorstellungen gespielt. Knapp 300 Mitarbeiter leisten Großes bei doch eher kleiner Bezahlung. So, dann kommen Sie mal hier auf die Bühne hoch. Wir können hier durchgehen. Alles sehr beengt. Brandschutztüren, da sind wir hier an unserem wunderbaren, sehr modernen Inspizientenpult, wo man denkt, es ist an einem Science-Fiction-Film der 50er Jahre. Und dann gibt uns Intendant Bodo Busse noch einen interessanten Vergleich mit auf den Weg. Es gibt immer Leute, die behaupten, dass man Theater gar nicht braucht. Ich finde eine Kennzahl ganz kennzeichnend, nämlich dass die deutschen Theater und Orchester mehr Besucher haben als Live-Besucher in den Stadien der ersten Bundesliga. Also Theater muss sein. Mit diesem Zitat des großen August Everding im Ohr begeben wir uns wieder in die City. Es ist kurz nach 13 Uhr und in der Judengasse beißen die ersten Schüler in den Pausensnack. Vom Glockenberg herunter strömen die Schüler in Richtung Marktplatz und zu den Busbahnhöfen. Für Peter Stenglein ist der Unterricht noch nicht zu Ende. Er biegt nur um die Ecke. Und da ist die Welt ganz still. In der evangelischen Stadtkirche St. Moritz hat schon Luther gepredigt. Sie ist ein religiöses und kulturelles Zentrum von Coburg. Und Peter Stenglein ist der Stadtkantor und Kirchenmusikdirektor. Das sind Orgelpfeifen. So ähnlich sieht es aus, wie du es da oben auch hast. Und der Ton kommt nur raus, wenn jemand hineinpustet. Er ist die Person, um die sich das musikalische Leben der Moritzkirche rankt. Allein 6 Chöre stehen unter seiner Leitung. Das Besondere ist, dass es in einer Stadt wie Coburg wunderbar ist zu arbeiten, denn die Leute sind offen, sind begierig geradezu nach der Musik. Die Bandbreite ist groß, es geht von Orgelmusiken über Kammermusik, Bläsermusik bis zu den großen Chororchesteraufführungen vom Bachchor. Ja. Genau. Und wenn der in der Moritzkirche auftritt, dann leuchtet Coburg. Gegenüber dem Gotteshaus steht das Gymnasium Casimirianum, dessen Begründer Herzog Johann Casimir das Stadtbild von Coburg maßgeblich geprägt hat. Unter seiner Herrschaft ab 1586 entstanden Bauten wie der Sitz seiner Regierung, das heutige Stadthaus, eine wahre Zierde am Markt. Noch eine Zierde dort ist und bleibt die Bratwurstbude. Möchten Sie Senf kaufen? Ja, bitte. 2 Euro, bitte. Dankeschön. Mit Senf oder ohne ist hier eine Glaubensfrage, ne? Ja, aber natürlich mit Senf. Als Münchner immer mit Senf. Die Coburger Bratwurst schmeckt eben allen, von nah und von fern. Wir gehen die Herrengasse hinauf in Richtung Schloss Ehrenburg, zum Gurken-Alex. Die Coburger haben Humor. Ein Gurkenverkäufer als Stadtoriginal, das hat doch was. Er hat die sogenannten Kümmerlinge auf Volksfesten verkauft. Nichts deutet mehr hin auf die große Katastrophe.
Am Pfingstsonntag 2012 zerstörte ein Feuer 8 historische Häuser. Die Fachwerkwände aus dem 16. Jahrhundert brannten lichterloh. Die Bewohner verloren ihr Zuhause. Es gab 15 Verletzte und einen Schaden in Millionenhöhe. Christine Volkmann und Michael Stoschek, Gesellschafter des Coburger Automobilzulieferers Brose, stellten 5 Millionen Euro als Soforthilfe zur Verfügung. Die Brandursache wurde nie geklärt. Vermutlich war es fahrlässiger Umgang mit Zigaretten oder Grillglut, so das Gutachten. Dank einer städtebaulichen Meisterleistung ist das Quartier aus der Asche wieder auferstanden. Auch das zerstörte Puppenmuseum hat inzwischen wieder geöffnet. Die beim Brand so spendablen Unternehmer unterstützen übrigens auch Hauseigentümer, die sanieren wollen, und tragen selbst immer wieder aus eigener Schatulle zum Erhalt der historischen Altstadt bei. In Coburg walten viele Kräfte, wie Stadtbild Coburg oder Altstadtfreunde, die sich für ihr historisches Erbe stark machen. Denn wie überall gibt es auch hier nicht nur Schönes und jede Menge Bausünden. Wir fahren wieder in die Ketschen-Vorstadt. Dort hat Beate Heller einen verwaisten Einkaufsmarkt wiederbelebt. Das war eigentlich immer so ein Traum von mir. Und irgendwann habe ich mich mal hingesetzt und bin mal so durch die Stadt geflogen im Geiste. Und dann habe ich diesen Schlecker hier in meinem Kopf gehabt, weil ja, da war gerade zu. Und dann hatten wir innerhalb von 2 Tagen haben wir dann hier eine Galerie eröffnet. Ich denke, für die Straße war das eine ganz gute Entscheidung hier für die Ketschengasse. Auch für andere Geschäfte. Und ich finde, so ein bunter Raum mittendrin im Aufgeräumten, das ist ganz okay. Die Galeristin hat schon einmal einen Leerstand in eine Projektgalerie namens Kunst et Zollmarkt verwandelt und damit junge regionale Künstler unterstützt. Coburg ist eine tolle Stadt. Und ich bin hier aufgewachsen und denke einfach, das ist mein Teil, den ich dazu beitragen kann. Was sind das denn für Bilder? Ja, das ist, sind Bilder gemalt und kreiert von Markus Göpfert, einem Pop-Art-Künstler aus Dresden. Und der hat uns Coburg in einer ganz neuen Art und Weise mal vorgestellt. Und da haben wir jetzt hier ein paar Motive, nämlich genau 8. Hier ist die feste Coburg und er hat immer einen ganz lustigen Spruch dazu. Und zwar heißt es hier uneinnehmbar und verteidigt bis heute. Das ist also der Wallenstein, der versucht hat, die Feste einzunehmen und das Ganze ist schiefgegangen währenddessen. Die Hauptgalerie befindet sich in der Remise, die auch die Glaserei ihres Lebensgefährten Bernd Späth ist. Heute Abend eröffnet Beate Heller die Retrospektive des verstorbenen Pop-Art-Künstlers James Rizzi. Da haben Sie und Ihr Mitarbeiter noch viel zu tun. Ach, das kam schon ohne Glas. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wow, das ist ja hinten auch noch mal bemalt. Ja, das hat eine Rückseite. Ein Frühwerk. Das ist ja echt cool. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Also pass auf, wir machen das mal lieber so. Ja. Einmal hat sie es sogar geschafft, James Rizzi nach Coburg zu holen. Das war genial. Ich krieg dann immer richtig Gänsehaut. Frei nach dem Motto Frechheit siegt, hat sie einfach seine Agentur angerufen und glatt eine Zusage bekommen. Pfingsten 2008 bereiten die drei von der Galerie Späth dem US-Künstler einen großen Bahnhof. Bernd Späth und Beate Heller können gar nicht verstehen, dass es Leute gibt, die meinen, in einer Kleinstadt sei nichts geboten. Wir haben ganz viele Kunden, die eigentlich sich Coburg als Lebensdomizil aussuchen, weil sie in keiner Großstadt mehr leben wollen. Die verkaufen dann auch Häuser oder ihre Wohnungen und entscheiden sich ganz speziell für eine kleine Stadt von 40.000 Einwohnern. Wir haben kulturell alles zu bieten,
Also man wirklich, man muss sich überlegen, ob man abends mal noch Zeit hat, zu Hause zu sein. Das fängt an mit Samba-Fest, Schlossplatzfest, Blößmarkt, Museumsnacht, was weiß ich. Es gibt so viele Sachen in Coburg zu erleben. Und das, wenn da immer einer sagt, es gibt nichts in Coburg oder es ist langweilig oder Coburg bringt nichts, dann muss ich sagen, dann sollten Sie mal die Augen aufmachen. Richtig. Im Landestheater tobt sogar der Wilde Westen. Gleich ist Hauptprobe des Musicals Tombstone von Matthias Straub. Noch ohne Publikum, aber in Kostüm und Maske. Die Zähne, jetzt wo ich lächle, fällt mir ein, ich kriege nämlich schwarze Zähne noch. Noch eine Stunde bis Probenbeginn. Während sich die Cowboys in der Kantine stärken, fahren wir mal schnell zum ehemaligen Bundesgrenzschutzgelände. Dort ist das Zuhause der Coburger Bands. Das Gebäude wird verwaltet vom Kulturverein CrossArt. André Hofmann ist einer der Vorstände. In dem ganzen Gebäude sind eigentlich ausschließlich Proberäume zu finden. Es ist schon ansonsten schwierig, einen ordentlichen Proberaum zu finden, wo man niemanden stört. Ganz einfach, ja. Wie finanziert sich das alles? Die Bands tragen ihre Miete natürlich selbst und ansonsten bezuschusst die Stadt hier schon noch den ganzen Betrieb. Also natürlich ohne die Hilfe der Stadt wären wir hier wahrscheinlich auch verloren im Posten. 300.000 Euro hat sie in die Technik im Probenhaus investiert. Nur leider gibt's wenig Auftrittsorte. Das CrossArt Haus beherbergt außerdem eine Schlagzeugschule. Und Gruppen, die fürs jährliche Samba-Fest üben. Dafür ist Coburg berühmt. Man denkt immer, in Proberäumen schauen die Toiletten aus wie Sau, wenn es denn überhaupt welche gibt. Aber bei uns ist alles vom Feinsten. Von solchem Luxus kann das Landestheater nur träumen. Bevor sich dort der Vorhang hebt, versammeln sich bei Beate Heller die Coburger Kunstfreunde. Du hast gewusst, dass du keine Garderobe findest heute Abend. Es gibt draußen einen Prosecco. Holt euch einen. Mit internationalen Künstlern hat sich das Galerieteam einen Namen gemacht. Da kommen die Leute sogar aus Erfurt und Erlangen. Einen wunderschönen guten Abend an alle Gäste, Besucher und Freunde der Remise und der ganz tollen James Ritzi-Bilder. In einem evangelischen Gemeindezentrum am Glockenberg probt Peter Stenglein mit dem 120-köpfigen Coburger Bachchor. Und jetzt Bühne frei für den Rockwestern. In Tombstone wird das bleihaltigste aller Filmgenres mit Lust karikiert.
Die Cowboy-Comedy hat das Zeug zum nächsten Coburger Theater-Blockbuster. Wie heißt er? Das wissen wir nicht. Er ist gerade erst in die Stadt gekommen. Und was sollte ich eurer Meinung nach jetzt tun? Ich bring das Schwein um. Kurz nach unseren Aufnahmen erlitt das Theater einen verheerenden Wasserschaden. Die Bühne war geflutet, der Spielbetrieb musste monatelang aussetzen. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Dem Sheriff geht's nicht besonders. Ja, das dachte ich mir schon. Ach, das danke. Ich halte es für besser, wenn du dir auch einen Colt nimmst. Wenn ich schießen könnte, so hätte ich schon längst einen. Auf den Wochenmarkt geht man nicht nur zum Einkaufen. Man tauscht die neuesten Nachrichten aus und zelebriert das gute alte Coburg, so wie es schon immer war. Das neue Coburg belebt das alte Hofbrauhaus, der Designcampus der Hochschule. Wir fragen den Vizepräsidenten Michael Heinrich, was denn das Besondere am Designstudium in Coburg ist. Design ist natürlich etwas, was sehr stark auch mit den Lebenswirklichkeiten junger Leute zu tun hat und auch mit Zeitgeist zu tun hat, sodass Design auch in der Lehre ständig bestrebt ist, zumindest bei uns hier, sehr praxisorientiert zu sein und sehr stark auch mit Lebenswelten außen in Kontakt zu treten. Mit dieser Praxisorientiertheit, dem Coburger Weg und ihren Designtagen, auf denen die Studenten einmal im Jahr ihre Arbeit vorstellen, ist die Fakultät in ganz Deutschland bekannt. Coburg belegt übrigens einen Spitzenplatz im bayerischen Bildungswesen. Hier gibt es 4 Gymnasien, 2 Realschulen, Mittelschulen, Grundschulen, Förder- und Berufsfachschulen und die Hochschule für Technik, Wirtschaft, Soziales und Design mit rund 4000 Studenten. 10% der Coburger sind also zum Studieren da und gehen meist wieder weg, in die Großstädte zum Karriere machen. Im Steinweg besuchen wir 2 ehemalige Studenten, die in Coburg geblieben sind. Zwischen all den Schnäppchenshops und leeren Läden fällt so ein cooles Schaufenster richtig auf. Dahinter stecken Steffen Bauer und Benjamin Kutschera. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, das sieht ja hier ganz farbig aus im Vergleich zum Rest vom Steinweg. Ja, richtig. Wir haben da so einen kleinen Versuch gestartet sozusagen. Wir haben also im Hintergrund von einem Laden so ein kleines Innenarchitekturbüro. Und im Vordergrund haben wir also einen Laden, wo wir selbst entwickelte Produkte erstmal zur Schau stellen, aber natürlich auch verkaufen. Diese Wandobjekte nennen sie Wall-Apps. Wie kam es denn zum eigenen Laden? Über das Coburger Designforum und die Wohnbau hier von der Stadt haben wir einen Leerstand bekommen, den wir jetzt nutzen können zu günstigen Preisen, sage ich jetzt mal. Und ist natürlich für uns eine Chance und auch eine Herausforderung, die Sachen mal wirklich an den Mann zu bringen und den Leuten das zu zeigen. Ja, da braucht man einen Laden dazu. Die sind in Coburg noch bezahlbar, oder? Das stimmt. Also im Vergleich zu München oder zu Stuttgart, sage ich jetzt mal, sind die Preise auf jeden Fall halt echt gut. Also ich bin ursprünglich aus Chemnitz, aus Sachsen. Ich komme aus Rennezenbach, aus Mittelfranken, in der Nähe von Schwabach. Für uns war jetzt Coburg insofern auch einfach der richtige Weg, weil wir hier auch einfach ein richtig gutes Netzwerk mittlerweile haben. Und das hilft uns natürlich enorm, hier uns zu festigen. Wollen Steffen Bauer und Benjamin Kutschera denn in Coburg bleiben? Ich bin hier komplett angekommen. Ich bin hier in Coburg verheiratet, ich habe hier eine Wohnung, ich spiele hier Volleyball. Es gibt da keinen Zweifel dran, dass Coburg auf jeden Fall für uns eine lebenswerte Stadt ist, würde ich einfach mal sagen. Eine schöne neue Welt haben die Wahl-Coburger da in den Steinweg gezaubert. Aber es gibt auch die Kehrseite.
Na komm, ich führe dich mal rum, ich zeig dir mal, was da noch zu tun ist. Im Prinzip ist das Haus jetzt noch 2 Stockwerke nach oben und außer Spinnenweben und verschlossene Türen findet man hier eigentlich nichts mehr. Hier fallen die Tapeten ab und alles und im Prinzip halten wir das ganze Ding noch am Leben, ne? Dass man da irgendwie ein bisschen Leben in dem Haus noch hat. Ne? Im Sanierungsgebiet Steinweg gibt es so manches Geisterhaus. Es ist seltsam, die Fußgängerzone wird getrennt durch das Steintor. Auf der einen Seite die Spitalgasse, Coburgs belebte Einkaufsmeile. Auf der anderen Seite der dröge Steinweg. Warum nur gehen die Leute zum Einkaufen nicht durch dieses Tor? Lichtblicke sind die neue Schokolaterie oder das tipptopp sanierte Haus mit der neuen Presse. Weil die Zeitung als zuverlässiger Mieter bereitstand, fand sich auch ein Investor. Beim Stammtisch zerbrechen sich die Ladenbesitzer vom Steinweg den Kopf über ihre einst so blühende Straße. Der Niedergang kam vor 20 Jahren mit der Fußgängerzone, sagen sie. Am Tag ist tote Hose und in der Nacht der große Lärm. Ja, und da haben wir genau das Problem, das Tag- und das Nachtgesicht. Wir haben einen Steinweg, der tagsüber belebt ist oder einigermaßen belebt ist. Und nachts ist erstmal bis 22 Uhr, 23 Uhr Stille. Und dann auf einmal ist Remi-Demi bis früh um 3. Ja, wir leiden alle sehr drunter. Vor allem, wenn wir montags früh zu unseren Geschäften kommen und die Hinterlassenschaften dann vor unseren Geschäften finden. Das ist dann sehr unschön. Na, da bleiben wir heute Abend mal etwas länger auf. Bis die Partymeile zum Leben erwacht, ist noch Zeit. Wir schauen mal kurz beim Landestheater vorbei, wo gleich die komische Oper Liebestrank aufgeführt wird. Und wir zischen hinter dem Marktplatz noch ein schnelles Bier in der Szenekneipe Hungry Highlander, der ein Treff ist für fast alle Semester. Irgendwann ist es 2 Uhr morgens. Mal sehen, was jetzt im Steinweg los ist. Eher ruhig mutet sie an, die Halligalli-Meile von Coburg, die wegen Schlägereien immer wieder Schlagzeilen macht. Aber wie es ist, wenn richtig gefeiert wird, kann man schon erahnen. Wer bayerisches Fernsehen? Jawohl! Gleich neben dem Landestheater befindet sich das Standesamt im Bürglasschlösschen. Und daneben der sogenannte Treff, ein ganz besonderer Ort der Begegnung. Er redet gerade wunderbar. Wer ist im Garten? That's wonderful. That's a perfect answer. Das ist eine perfekte Antwort. Das ist das Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt und der Stadt Coburg. Hier gibt's alles, von Patchwork-Nähen bis Sprachunterricht. Liane Bleach ist hier die Leiterin. Sie unterrichtet gerade Gedächtnistraining. Sott. S-O-D-T, das kenne ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Aber Deutschland. Mensch, ein neues T-T, nicht T-T. Also es kommen Leute wirklich jede Woche, ja, die sagen, für mich ist das zum Beispiel der Qigong-Kurs am Freitag ein fester Termin, da gibt es nichts zu rütteln. Und die gehen danach vielleicht auch noch einen Kaffee trinken. Ja? Also da ist auch ganz viel, was in der Gruppe noch stattfindet. Die kommen regelmäßig zum Mittagessen, die Leute. Wir haben auch Gäste, die wirklich jeden Mittag zum Essen kommen. Wir haben Leute, die kommen zum Kartenspielen ins Café, ja, oder gucken einfach mal rein. Also was weiß ich, Leute, die jetzt hier als pflegender Angehöriger unsere Unterstützung in Anspruch genommen haben, die sind an meiner Stadt unterwegs und kommen mal vorbei und sagen Hallo. Irmgard Clausen ist im Anmarsch. Die Buchhändlerin stellt im Treff immer wieder interessante Bücher vor. Also ich habe gedacht, hier der Tisch, wunderbar. Also ich habe Ihnen eine ganze Anzahl wunderbarer Neuheiten ausgeguckt und ich habe Ihnen Lieblingstitel mitgebracht. Das ist nämlich zufällig eines meiner wirklichen, ganz aktuellen Lieblingsbücher. Und jetzt lese ich eines der berühmtesten Gedichte der Weltliteratur vor. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Coburg steht gut da, ist ein starker Wirtschaftsstandort mit der vierthöchsten Arbeitsplatzdichte in Deutschland. Bei der Kinderbetreuung ist Coburg auch Spitze und belegt bei der Versorgung an Kindergarten- und Krippenplätzen Platz 2 in den alten Bundesländern. Damit wird auch geworben, denn es sollen mehr Menschen nach Coburg ziehen. Das ist dringend notwendig, denn man hat nicht nur Fachkräftemangel, es sterben derzeit auch mehr Coburger, als geboren werden. Und weil Coburg immer älter wird, hat man sich früh um Konzepte für Senioren gekümmert. Es gibt zum Beispiel Generationenwohnprojekte, Theaterprojekte und das Mehrgenerationenhaus. Aber es braucht wohl in Zukunft noch mehr von all dem. Im Treff am Bürglersschlösschen wird jetzt Kaffee serviert. Die vielen Angebote wären nicht möglich ohne die rund 300 ehrenamtlichen Helfer. Die ganzen Kursangebote, die hier stattfinden, machen Ehrenamtliche. Die Generationenprojekte füllen Ehrenamtliche mit ihren Ideen, mit ihrem Engagement. Wir haben Ehrenamtliche, die auch demenzerkrankte Menschen stundenweise unterstützen. Also das ist eine immens wichtige Säule. Frau Vollert ist für die süßen Sachen zuständig. Kuchen mit Obst, Kuchen etwas trocken. Ist das eine erfüllende Tätigkeit? Ja, weil ich habe ja noch andere auch noch. Ich bin dann am Dienstag auf der Feste Coburg bei den Kunstsammlungen, am Mittwoch in der Caritas. Am Samstag helfe ich in der Gemeinde aus. Da sind Sie ja ganz schön eingespannt. Ach ja, sind wir doch gewohnt, wir haben doch das gelernt. Ja? Ja. Wie meinen Sie das? Ja, ich war früher Chefsekretärin in der neuen Presse draußen. Ich glaube, ich habe was. Mal sehen, wie langsam oder. Ach, Gott, es besteht ein Problem mit dem Sicherheitszentrum. Also irgendwie ist es mit dem Ding hier auch nicht ganz in Ordnung. Zurück in der Buchhandlung ist Irmgard Clausen wieder am Wirbeln, denn ein besonderer Abend steht bevor. Heute ist unser Erfolgsveranstaltung, All You Can Read. Was passiert da? Das ist sehr lustig. Da können die Leute 19.30 Uhr kommen und bis 24 Uhr im Laden sein können. Schmökern, lesen, ein bisschen was schnabulieren. Ja, und dann müssen wir unsere Buchhandlung hier oben kurzfristig mal ein bisschen umräumen. Und hinterher erkennen wir unsere Buchhandlung fast nicht mehr, denn alle Kunden haben einen Auftrag, der heißt bloß nicht aufräumen. Irmgard Clausen unternimmt gern die Anstrengungen, um einen extra Service zu bieten. Ihr ist das wichtig, obwohl ihre Stadt ja schon jede Menge Kultur zu bieten hat. Trotzdem finde ich, dass die Einzelhändler oder Privatpersonen oder einfach engagierte Leute, dass es so eine Kultur gibt, die nicht zu staatstragend eben ist, aber wichtig ist, weil sie die Leute anders verbindet, weil sie als was Normales quasi im Alltag und aber auch im Festtag sein kann. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und deswegen glaube ich, es könnte mehr sein. Das ist die Reithalle, die Studiobühne des Landestheaters. Unterm Dach arbeitet das Seniorenprojekt mit der Theaterpädagogin Luca Power. Durch eines Zaunes Loch. Durch eines Zaunes Loch. Sich an. Sich an. Schluss. 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 Unten im Theater bereitet sich die Kompanie auf einen spannenden Abend vor. Büchners Wojciech in einer Kombination von Schauspiel und Ballett. Was hat eigentlich Norbert Kastner heute Abend vor? Wir fahren jetzt direkt zur Coburg Arena. Viel diskutiert. Ja, war heftig diskutiert, aber ich denke, das hat sich gelegt. Es wurde eine Sporthalle ins Gewerbegebiet gebaut und nicht eine Mehrzweckhalle in den Innenstadtbereich, wie es das Bürgerbegehren wollte. Wir sind uns aber darüber im Klaren, dass wir die gesamte Entwicklung im Coburger Süden, sprich im
Angerbereich die nächsten 10, 11, 12 Jahre finanziell nicht hinkriegen werden. Und deswegen ist man auf den Standort ausgewichen. Wofür Norbert Kastner viel Kritik bekam. Aber das Verkehrsaufkommen für eine 3000-Besucherhalle lässt sich am Stadtrand wohl leichter bewältigen. Bau und Unterhalt der Arena finanziert die Stadt, aber die Hook zahlt für die Namensrechte. Heute spielen die Coburger Handballer. Da ist was los. Auch das ist Coburg. Kurz vor 7:30 öffnet Irmgard Clausen ihre Buchhandlung. Die Leute stehen schon vor der Tür, denn Pünktlichkeit ist eine oberfränkische Tugend. In der Reithalle hat Wojciech gerade begonnen. Guten Abend, liebe Gäste. Herzlich willkommen bei uns in der Buchhandlung Riemann zu einer Veranstaltung, die sozusagen zum Schönsten gehört, was wir so bieten können. Wenn Sie heute im Laufe des Abends sich die Bücher aus den Regalen ziehen, dann haben die Bücher eine von uns definierte Ordnung. Aber das kann schon die Buchhändlerin erklärt die Regeln für die Lesenacht. Ein Buch nehmen. Und in der Arena ist die Stimmung jetzt auf dem Siedepunkt. Doch Wojciech liegt am Boden. Und analog dazu kann man dem wackeren Landestheater nur wünschen, dass beim nächsten Geldsegen auch das Flaggschiff der Coburger Kultur etwas abbekommt, damit so schöne Produktionen unter guten Bedingungen entstehen können. Sie schließen die Leute ein. Ja, und sie sind ohne irgendeine Art von Betreuung. Und das genießen die Leute ganz besonders. Die Buchhandlung hat einen anderen Zauber, wenn sie den Leuten, sozusagen den Kunden selber gehört. Und Sie nach so einem Arbeitstag jetzt Füße hoch? Ehrlich gesagt, ich bin jetzt ganz froh. Ich trinke jetzt eine schöne Weinschale und esse ein schönes Schinkenbrot. Und dann dampfe ich ab. Es ist beeindruckend, was diese Stadt an Vielfalt bietet. So gesehen ist Coburg tatsächlich eine heile Welt. Man muss nur gut darauf Acht geben, denn Welten verändern sich schnell.